Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich bei einem Facelift Touring in die Xenon-Scheinwerfer Angel Eyes nachrüste. Die Angel Eyes habe ich aus dem Internet bestellt. Da gibt es verschiedene Anbieter, wo man die eigentlich recht günstig bekommt. Ich habe jetzt, glaube ich, ca. 20 Euro dafür gezahlt. Und das Verfahren ist aber auch genau das gleiche bei der Facelift Limo und generell auch bei den E46 Coupé Vorfacelift auch recht ähnlich, nur sind da die Scheinwerfer von der Form her ein bisschen anders aufgebaut, aber vom Grundprinzip her ist es das gleiche. Wir machen das heute bei Xenon-Scheinwerfern, da ist der Unterschied zu normalen Halogenscheinwerfern, dass die Scheinwerferreinigungsanlage noch ausgebaut werden muss. Das zeige ich euch jetzt aber alles im Video. Wie ihr gerade gesehen habt, sind auf der anderen Seite die Angel Eyes schon drin. Deswegen zeige ich euch jetzt hier auf der Seite, wie es funktioniert. Es ist aber logischerweise auf der anderen Seite genau das gleiche, nur einmal gespiegelt. Wir fangen jetzt damit an, den Blinker auszubauen. Und zwar gibt es beim E46 bei den Blinkern verschiedene Systeme. Es gibt einmal gesteckte und einmal geschraubte. Wir haben jetzt hier bei unserem Facelift Touring geschraubte. Dazu geht ihr mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher hier oben in das Loch durch den Kotflügel aus rein. Und drunter ist dann eine Kreuzschlitzschraube. Die müsst ihr aufschrauben. Nicht komplett rausschrauben, sondern nur ein bisschen lösen und dann könnt ihr den Blinker nach vorne rausziehen. Danach muss die Spritzdüse und die Verkleidung von der Scheinwerferreinigungsanlage ausgebaut werden, weil praktisch diese Verkleidung außenrum größer ist als der Ausschnitt da dahinter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Verkleidung auszubauen. Ich mache es meistens so, dass ich vorsichtig, wenn man natürlich den Lack kaputt machen kann, mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher reinfahre und dann mit meinem Greifer innen drin entlang fahre und dann an einem gewissen Punkt vorsichtig an der Verkleidung ziehe. Somit kann ich nämlich die Verkleidung und die gesamte Düse rausziehen. Müsst halt eben vorsichtig sein, weil alles aus Plastik ist. Und dann müsst ihr hier, also das ist die Teleskopdüse selber und das hier ist die Düse für die Scheinwerferreinigung. Dann muss man das hier ausstecken. Einfach rausziehen, was ganz wichtig ist, wenn bei euch noch Scheinwerferreinigungswasser drin ist, wenn ihr jetzt das loslasst, dann zieht es die Düse wieder rein und hier vorne spritzt dann die Flüssigkeit raus. Also davor weggehen, bei mir ist jetzt schon leer, da kommt jetzt nichts raus. Nachdem die Düse jetzt vorne weg ist, geht es jetzt dran, den Scheinwerfer loszuschrauben. Der Scheinwerfer ist ab Werk mit vier Punkten befestigt. Einmal hier oben an der Schraube, hier hinten unten zwischen der Abdeckung von der Xenonbirne und dem Steuergerät und hier in den Schlitz durch. Es sind jeweils immer 8 Muttern und ich schraube die jetzt alle mal raus. Ich würde euch empfehlen, dass ihr bei der hier innen drin einen Magnetgreifer zur Hand nehmt und die Schraube mit dem Magnetgreifer festhaltet, weil die ist da ziemlich blöd innen drin reingemacht und wenn ihr die verliert, dann fällt die direkt runter in den Motorraum und ja, das wäre ein bisschen blöd. Wenn ihr die hier unten nicht auf Anhieb findet, dann leuchtet mit einer Lampe rein, die ist echt ein bisschen blöd versteckt, ich weiß auch nicht, was sie sich da gedacht haben. Kleiner Tipp von mir am Rande, natürlich ist es keine offizielle Lösung, aber ich persönlich lasse die Schraube hier innen drin immer weg, weil die auch wieder reinzumachen ist immer ein ziemlich blödes Geschäft, deswegen ja, fällt die bei mir meistens. Ist aber nicht nur bei mir so, das machen viele so. So, jetzt habe ich alle vier Schrauben lose. Jetzt kommt der komplette Scheinwerfer mit der Leiste hier unten dran raus. Dazu einfach ein bisschen am Scheinwerfer ziehen. Und hier drüben die Leiste aus dem Kotflügel rausziehen. Und dann könnt ihr ein bisschen wackeln den Scheinwerfer nach vorne rausziehen. So, da ist er. Dann hier alle Kabel ausstecken und dann kann man den Scheinwerfer wegnehmen. Anschließend geht es damit los, die Scheinwerfer zu zerlegen. Wir fangen jetzt an, einmal die Gummilippe hier oben wegzumachen. Die ist hier in verschiedenen Punkten einfach reingeklipst. Da muss man die Clips ein bisschen hochziehen. Und dann kann man bis hier außenrum die Gummilippe wegnehmen. Und anschließend ist das hier unten noch die Blende festgemacht. Die ist auch an verschiedenen Stellen reingeklipst. Und hier außen noch. Und dann kann man auch die Blende wegnehmen. Anschließend wird jetzt das vordere Scheinwerferglas weggemacht. Dazu einmal rundherum die ganzen Clips nach oben ziehen, auch hier vorne dran und unten dran und dann Stück für Stück das Glas ein bisschen wegziehen und wenn es festhängt oder festklebt, kann man auch ganz vorsichtig hier oben ein bisschen rein
und halt wirklich mit Gefühl arbeiten, weil ansonsten reißt man mal schnell so eine Nase ab und das muss nicht sein. So, schon ist die Streuscheibe vorne weg. Und zu guter Letzt nehmen wir noch hier das schwarze Inlay raus. Das ist nur reingeklippt. Das können wir nach vorne rausziehen. Und dann sind wir schon im Scheinwerfer drin. So, wir haben jetzt hier zwei Angel Eyes, logischerweise. Einen fürs Fernlicht, einen für normale Xenon-Scheinwerfer. Wir haben jetzt hier einen größeren, einen kleineren. Der größere gehört in dem Fall ans Fernlicht dran. Man sieht es auch, es passt von der Position her gut. Und der Schritt Nummer 1 ist jetzt, dass wir mal das Kabel durchgeben. Und zwar, wie man hier hinten sehen kann, normalerweise steckt nämlich das Standlicht hier drin. Und die Angel Eyes ersetzen ja das Standlicht, sprich wir geben das Kabel jetzt hier oben über dem Fernlicht durch. Und das ist halt ein bisschen eine Fummelei. Und versuchen dann das Kabel hinten durch den Stecker, wo das Standlicht eigentlich reinkommt, rauszugeben aus dem Scheinwerfer raus. Denn es muss ja außerhalb vom Scheinwerfer angeschlossen werden. Könnt auch eine Zange oder sowas zur Hilfe nehmen, wenn es euch einfacher macht. So. Und wie man jetzt sieht, ist es einmal durch den Scheinwerfer durch. Und jetzt nehme ich in dem Fall das doppelseitige Klebeband, das mitgeliefert wurde. Da haben sie so kleine Stücke mitgeliefert, passend in der Form dazu. Und klebt es eben an drei Stellen von dem Angel Eye hin. Ziehe dann logischerweise den anderen Film ab, also den Schutzfilm. Dann positioniere ich den Ring so, wie ich es haben will und ziehe im gleichen Zug das Kabel hinten durch ein bisschen stramm, nicht dass ich das Kabel irgendwo reinwickel, und klebe dann den Ring fest. Das gleiche ist es, genau der gleiche Prozess hier drüben, nur mit dem kleineren Ring und auch wieder das Kabel oben durchgeben, nach hinten raus. Und dann sehen wir es gleich wieder, wenn beide drin sind. So, wie ihr sehen könnt, habe ich die Ringe jetzt drin. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr den Ring hier außen positioniert. Bei dem ist es ziemlich eng zu dem schwarzen Inlay, dass ihr den so positioniert, dass es eben nicht aneinander schleift. Weil bei mir hat es am Anfang beim Inlay reinmachen den Ring wieder rausgedrückt. Und wie man auch sehen kann, beide Kabel sind jetzt nach hinten raus durchgeführt. Die Kabel werden dann später hiermit verbunden. Und das hier sind nachher die Kabel, die dann an die Standlichtbirne bzw. an die Kabel der Standlichtbirne dran gelötet werden müssen. Das zeige ich euch jetzt im nächsten Schritt. So, wie ihr sehen könnt, ist das jetzt hier die Fassung der Standlichtbirne. Hier ist die Standlichtbirne drin, hier ist der Stecker dazu. Das ist der Teil, der im Scheinwerfer drin steckte. Und hier sind die Kabel dazu. Das hier sind die Kabel von den Angel Eyes von gerade. Und die beiden Kabel müssen jetzt mit denen verbunden werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Manche stecken die einfach hier vorne in das Steckergehäuse rein. Das ist aber ziemlich wackelig und sorgt für Fehlerquellen, wie zum Beispiel einen Wackelkontakt. Ich knipse jetzt hier die Kabel vom Stecker ab. Das hier hebe ich auf, falls ich mal irgendwann zurückbauen will. Und hier habe ich jetzt die Standlichtkabel dran. Da tue ich jetzt die Isolierung ein bisschen wegmachen, tue die abisolieren und mache die mit Lötverbinder mit den Kabeln hier zusammen. So, wie ihr sehen könnt, habe ich die Kabel jetzt hier zusammengelötet mit meinen Lötverbindern. Ich denke, das sollte jeder hinkriegen. Und anschließend baue ich jetzt den Scheinwerfer vollends zusammen und stecke alles ein und baue den Scheinwerfer wieder ein. So, den Scheinwerfer habe ich ja vorher schon zusammengebaut mit den Angel Eyes. Dann kommt jetzt noch abschließend die Streuscheibe wieder rein. Wenn ihr die Streuscheibe reinmacht, passt ein bisschen auf, weil es leicht passiert, dass mal zum Beispiel ein Clip unter der Streuscheibe ist, ihr dann feste drückt und den dann abreißt. Vor allen Dingen der hier seitlich. Bei mir sieht jetzt alles soweit ganz gut aus. Und dann eben gucken, dass alle Clips auch wieder nach unten gerutscht sind. Perfekt, alle sind drin. Jetzt kommt der Gummi wieder oben drauf. Und dann kann der Scheinwerfer schon wieder ins Auto rein. So, wie ihr sehen könnt, habe ich den Scheinwerfer jetzt schon wieder drin und alles dran. Es ist wichtig, wenn ihr den Scheinwerfer einbaut, dass der hier unten in beide Führungsschienen eingehängt wird. Da sind unten zwei so Führungsschienen auf der Halterung von dem Scheinwerfer dran. Da muss der reingeschoben werden. Anschließend mache ich jetzt hier die Plastikleiste wieder rein. Muss man eben auch darauf achten, dass sie in alle Stellen gleichzeitig eingehakt wird.
So, ist drin. Und jetzt muss, wie gesagt, hier die Reinigungsanlage wieder eingehängt werden. Dazu nehme ich eine Spitzzange und ziehe mit der Spitzzange die Teleskopdüse heraus. Vorsichtig eben. Dann stecke ich hier die Reinigungsdüse wieder ein. Bei allem halt ein bisschen aufpassen, das ist alles Plastik. Und dann, wenn die eingesteckt ist, könnt ihr es wieder reinlassen und fertig ist. Nun den Scheinwerfer noch an den Stellen, wo er vorher verschraubt war, wieder verschrauben. Den Blinker hier drunter reinschieben, von oben festschrauben und dann ist schon fertig. So, wie ihr sehen könnt, ist nun alles drin, alles wieder eingesteckt, alles verbaut, passt soweit, sieht gut aus und fertig ist.